Ja, hallihallo und willkommen zur dritten Folge meines Road to Glories. Und ja, es befindet sich natürlich immer noch auf der Web-App, da ich ja schlecht spielen kann zu diesem Zeitpunkt. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen was getradet. Auf jeden Fall habe ich es versucht, so in einer etwas stümperhaften Art. Da müssen wir es zertraden. Und es sind ein paar Grüne dabei rausgekommen. Afolta hier im 442 für 150 Münzen, dachte ich mir, ey, der hat ganz gute Stats, kaufst du mal einen, 350 stellst du drauf. Dürfte alles kommen, dann hier als nächstes diesen. Also, es sind alles so Silberspiele, ich werde euch die Methode dann quasi auch gleich mal zeigen. Alle habe ich so bekommen für 250, 300 in guten Formationen. Hier 4-3-3, 4-1-2-1-2, ihr werdet jetzt alles sehen. Dazu noch eine gute Liga und auch ganz ordentliche Stats hier. Bundesliga 4-3-3, dachte ich mir, könnte interessant sein für Bundesliga. Silberteams, da Fortuna jetzt erste Liga spielt. Und hier auch ein ordentlicher Keeper vielleicht für ein Silberteam. Also keine Ahnung, ob jetzt schon jemand kauft, aber irgendwann werden die wohl auf jeden Fall ihren Wert erreichen. Und als letztes hier noch Karim Admur. Einfach, weil er ein ordentliches Pace hat, ein gutes Dribbling. Deswegen sollte da auch ein bisschen mehr rauszuholen sein. Hier bin ich noch auf Kruse und Klaus. Einfach, weil ich gerade ein bisschen mundlicher und hat sich tatsächlich mal ein bisschen was verkauft. Hier Jacrini oder so, Rafinha. Unser Eliseo, den wir geholt haben in der letzten Runde, auch diesen hier für 250 hatten wir ihn geholt für 300 verkauft. Wow, was ein unfassbarer Gewinn. Und dann hier noch einfach zwei Sachen, die endlich mal weg mussten. Ansonsten verkauft sich hier leider, hat sich noch nichts verkauft. Wir haben einen ziemlich vollen Tauschstapel, aber trotzdem 1400 Münzen. Das heißt, wir sollten doch eigentlich schon eigentlich einiges verkauft haben. Wir haben sogar noch einen Zanetti, dessen Preis, wenn die FIFA wirklich startet, also am 27. ab dann eigentlich kontinuierlich, sollte ja sollte ja ansteigen, wenn alles normal abläuft. Und jetzt hier mal die Methode, mit der ich die ganze Zeit getradet habe auf diesem Account, und zwar die 300er Methode. Ihr gebt nämlich Silber ein und 300 Maximalpreis, rechts seht ihr es, und geht dann in die eine der großen Ligen, also Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga BVR, Ligue 1, also in diesen ganzen großen Ligen werdet ihr dann nämlich ziemlich fündig, also werdet ihr sie am besten auch wieder los, wenn ihr welche findet, und sucht ihr dann nach Raren, also nach diesen glitzernden silbernen Spielern, die eine gute Schnelligkeit und vor allem aber dieses Jahr natürlich auch ein gutes Dribbling haben, denn das ist ja ziemlich important, oder bei Abwehrspielern halt große Geschwindigkeit plus großes Defending. Kommt immer darauf an, welche Position er jetzt spielt. Also er sollte immer an der Position, an der er spielt, ein gutes Defending haben. Als zweites ist ziemlich wichtig, dass es auch eine ordentliche Formation ist. Nicht, dass ihr irgendwie nur so ein, weiß ich nicht, ein 5-2-1 holt, 5-1-2-1-2, so ähnlich, holt. Und deswegen immer noch mein Geheimtipp, nur Geheimtipp. Ihr gebt dann nämlich immer oben 4-1-2-1-2, ihr geht am besten immer die ganze Viererreihe durch, weil die halt immer am populärsten ist, vor allem am Anfang. Am Ende denken sich die Leute immer, sie müssen Fünfer- und Dreierformationen spielen. Hier haben wir auch sogar einen gefunden. 84 Pace, linker Verteidiger, kann man auf jeden Fall mal 300 bieten, vor allem in der 4-1-2-1-2-Formation. Sollte das ein ziemlich guter Fang werden, falls wir ihn kaufen sollen. Hier, man geht einfach mal durch und hat einen Blick hier, 64 Tempo, kann man mal 250 bieten, wenn ich nicht ganz hundertprozentig sicher seid, bietet einfach mal 250, 300, ihr könnt zwar maximal so 50, 60 Verlust machen, aber das ist in der Anfangszeit vielleicht ein bisschen viel, aber trotzdem, der Verlust ist an sich wirklich minimal und bei 250, ja, werdet ihr zwar oft überboten, ihr werdet auch bei 300 ziemlich oft überboten, muss ich zugeben. Also bei der Methode musst ihr wirklich mit ziemlich, ziemlich vielen Rückschlägen, ja, zurechtkommen in dem Sinne, weil ihr sehr oft überboten werdet. Allerdings finde ich, lohnt sich das Ganze trotzdem, denn ihr verdoppelt quasi so ziemlich mit jedem Spieler euer, ja, euer Einsatz. Also wenn ihr 300 bezahlt, könnt ihr mindestens aus jedem Spieler immer 600 rausholen. Das heißt, immer das Doppelte kriegt ihr wieder raus an Gewinn. Und ich denke mal, das ist ein ganz netter Deal dafür, dass man nicht so viel Verstand haben muss, was der Spieler wert sein könnte. Denn man muss nur wissen, hat er gutes Pace, hat er einen guten Schuss, hat er gutes Defending oder hat er gutes Dribbling. Und wenn er das irgendwie alles zusammen hat, oder passen wahrscheinlich auch noch dieses Jahr ein hohes Passen, dann kann man da auf jeden Fall ein bisschen Geld gewinnen. So, waren wir jetzt Liga BVA und gehen jetzt sogar noch mal einmal kurz in die Serie A, um euch einfach mal zu zeigen, dass es wirklich so ziemlich mit jeder Liga geht. Serie A wird dieses Jahr wahrscheinlich so sein, also das denke ich mir, dass sie ein bisschen teuer werden am Anfang, denn letztes Jahr war Serie A Silberteams ziemlich überpowered,
overpowered, also das heißt überpowered, übernutzt, wollte ich sagen, denn jeder hat es gespielt, dank Elsha, El Kabir, Biabiani, hatten ziemlich viele Leute Silber-Italien-Teams, genauso wie Silber-England-Teams, aber Engländer-Spieler werden so oder so ein bisschen mehr wert sein. Und einfach weil EA sie meiner Meinung nach, ich sage nur meiner Meinung nach, immer ein bisschen besser macht, als sie eigentlich sind, einfach weil EA in meinen Augen immer nur Premier League guckt, aber sei es drum, darum geht's nicht, sondern viele Leute halt einfach die Premier League Spiele kaufen, weil sie immer richtig schnell sind. Und deswegen wird's vor allem da schwer, irgendwie ein paar Spieler sich zu ergattern. Aber es geht wirklich mit jeder Liga. Probiert's einfach aus, wenn ihr ein bisschen Coins machen wollt. Und ja, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen oder einen Kommentar, ob ihr die Methode gut findet. Natürlich habe ich sie schon bei vielen Zeugen. Wir haben tatsächlich Eigenlord auf Folter sofort verkauft, was ziemlich geil ist. Und dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dahin, Leute. Vielleicht schaffen wir wieder die 100 Likes. Tschüss.